dann lauf. Wie du da einfach hingehst, ey. Lauf. Wirklich. Ich lauf doch schon rückwärts. Ich schau dich dann. Dann ist gut. Wenn ich mich erschrecke, hau ich. Alter, da kommt die Alte. Lauf. Ja, lauf. Wohin? Lauf einfach irgendwo hin. Ich meine, klar, jeder hat in der Wohnung so einen Raum, so einen Altarraum. Das ist ganz normal. Naja, klar, du nicht. Natürlich. Okay, ich wollte gerade sagen. Wie kann ich... Ey, du wälzt dieses scheiß Glas nicht mehr los. Okay. Aber dann kann ich auch nichts anderes Game mehr over. Aufnehmen. Ne? So, ich habe das Spiel überlistet. Jetzt will ich noch draußen schön verbrennen. Es sieht auf den ersten Blick aus wie Blut. Ein richtig schönes, großes Bild im Hintergrund, so dschungelmäßig. Ich würde es verbrennen. Ja, auch ich weiß nicht, was dann passiert. Ich glaube, dann passiert nur noch mehr Gruseliges oder du verlierst. Das weiß ich. Nehmen wir einen Schlüssel, komm. Ja. Ey, haben wir uns entschieden. Ich würde mich im Leben niemals hier hinsetzen. Und man kriegst so Kopfkino, dass da oben irgendein Dude steht, irgendein Einbrecher so. Und du kriegst das nicht mit. Guck mal, da braucht nur einer stehen, Alter. Ja, der Spiegel ist doch da oben. Ja. Ist doch gut. Würde ich da auch hinstellen, damit jeder, der zu Besuch kommt, dich erstmal erschreckt, weil er denkt, da steht jemand. Die ganzen Pillen, die da oben drauflegen, kannst du auch nicht nehmen. Uiuiuiui. Okay, also der Sound der Leute ist wirklich laut. Bis jetzt, muss ich sagen, reagieren meine Nieren so ein bisschen, weißt du? Weil so Adrenalin so ein bisschen. Aber ansonsten geht's mir noch ganz gut. Bin entspannt. Du bleibst auch direkt davor stehen, ne? Dein Kopf ist so rot, die Anzeige rot, dann geht gar nicht. Ja. Du bleibst einfach stehen und sagst so, ja und jetzt? Lass mich doch vorhin. Ja, das ist halt der... Oh, siehst du das? Da oben läuft jemand lang. Jetzt rieselt hier schon runter. Komm, wir schleichen jetzt da ganz vorsichtig vorbei. Ich finde, das ist was... Jetzt kommt der Punkt, wo es unangenehm wird. Meinst du? Die Tür habe ich nicht zugemacht. Ich weiß. Ich hatte damals den Lichtschalter ewig gesucht. Ich bin erstmal im Dunkeln durchgelaufen. Moment mal, also ein Lichtschalter ist immer direkt neben der Tür. Aber nicht im Spiel. Ich habe keinen Schlüssel dafür. Ist es dein Nachbar? Ich weiß es nicht. War es gerade dein Nachbar? Also ich bin ganz froh, dass ich in der Ecke sitze gerade. Und du hier vorne. Ich schwöre, ich mach gleich die Tür zu. Noch mehr Pillen. Aber, noch mehr aber was tausche ich denn jetzt aus damit? Du kannst dich auch in der Hand behalten. Also, du hast beide Pillen. Nein, müssen wir nicht. Oh Gott, guck. Ja, komm her. Nein, Mann, geh doch nicht so hin. Ja, ich wollte jetzt wissen, ob du auf mich zukommst, aber der ist einfach weg. Ich fühle mich gerade pudelwohl. Mann, das beeilt dich, geh da raus. Guckst du einfach mal durch, ne? Da kommt nicht der Gedanke, dass da gleich einer so mal einmal mit dem Finger durchpiekst oder so. Nein. Da guckst du einfach durch. Ja, bipolar disorder, psychosis, dementia and more. Und ich verstehe nur Bahnhof. Warte mal, vielleicht muss man einfach ein bisschen weiter weg. Echt? Alle Fünfen und alle Dreien? Ich sag jetzt immer so 3, 3, 3 und du zählst mal 1, 2, 3, 4 so mit. Das sind 3, 3, 3. Ja, nee. 3. Nee, ja. Nein, also so würde ich, so ich das nicht machen. 3. 3. 3. So, 3. Erste Reihe haben wir durch. Hast du mitgezählt, wie oft ich 3 gesagt habe? 3. 3. 3. 3. Ist das eine 3? Wir machen einfach in Klammern die 3. Okay, wir sind bei 4, okay. Oder von vorne. Warte, wir machen von vorne. Dann mach da mal die Pantoffel hin. Guck mal, aufgeräumt. Und jetzt hast du einen Schlüssel. Nein, Spaß. Ja. Dann lauf. Wie du da einfach hingehst, ey. Lauf. Wirklich. Ich lauf doch schon rückwärts. Ich wollte mal gucken, ob ich einen Lichtschalter finde. Okay, ja, da komme ich nicht rein, das war mir klar. In den Keller oder wollen wir uns am Darm runterhangeln? Ich glaube, es ist egal. Es ist beides nicht mehr. Brauchst du einfach eine kleine Pause? So schön am Dickdarm runterrutschen? Mann, dann rutscht da runter. Ich hoffe, dass das auch so. Nicht, dass ich dran ziehe. Du musst das spielen. Ja, dann, natürlich denkst du dir dann. Ich muss los. So, das Spiel wird mich jetzt an der Stelle schon nicht sterben lassen. Ich wollte nur ganz kurz... Ja, Sess! Ich wollte nur ganz kurz... Die scheiß Couch ist weg. Mit dem Spiegel von Harry Potter. Aber ich dachte, wir würden jetzt da die Treppe runterkommen. Ja, das ist im Spiel. Ja, ja. Wir sind doch gar nicht im Keller. Wir sind in der Garage. Ja, ist Keller, Garage.
Du bist nach unten gegangen. So. Ja, komm her. Nein! Was gehst du noch zu der hin? Ja. Ganz einfach. Ich wollte ihr jetzt mit dem Hammer einen rüberhauen. Ich hab's dir gesagt. Verpiss dich von da. Alter, da kommt die Alte. Lauf. Ja, lauf. Wohin? Lauf einfach irgendwo hin. Weg. Ah, nein. Wobei, ich finde das mal voll creepy, so, so Babyschreie. Oder wenn du halt auch so... Ja? Ich war nur kurz in der Pause. So, jetzt schon. Ziemlich leicht aufs Brett. Ja, komm. Huste. Ach, das war gewollt. Wo geht's hier hin? Oh, da sind wir im Keller. Ja, mach die Tür auf. Mach die Tür nicht auf. Du machst die Tür nicht auf. Alter, wie lange braucht der denn, um so einen scheiß Teebeutel reinzulegen? Lass mir nicht so viel Zeit. Rinn damit, Hammer. Lass mich zum Hammer. Ja. I knew it. I'll show you, you damn scoundrel, what bread you're worth. Die hat uns in den Ofen gepackt. Oh, aber ich sehe den Hammer. Die hat uns in den Ofen gepackt. Mach auf, schnell. Weiter. Ich glaube, wir haben nicht ewig Zeit, oder? Ich weiß es nicht, aber ich hau einfach mal wieder drauf zu. Huste. Huste, Pustekuchen. Ich dachte gerade schon, du wärst. Niki am Ende. Bis jetzt ist ja noch nichts passiert. Mann, dreh dich nicht um. Hat ihm nicht gereicht. Visage ist ein bisschen buggy. Sogar kleines bisschen buggy. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Also, ich so halb an dir vorbeigeschaut. So. Das angenehmste Horror-Game, finde ich, ist Slenderman. Irgendwann stumpfst du denn auch ab. Das wäre ein Stream, heißt so, da kannst du dann 8 Stunden lang Treppen runterlaufen. Ja, genau. Ja, wie gesagt, also mich hat das jetzt... zweimal erwischt. Einmal richtig. Ja, kann oder, ich schon nicht mehr. Dann ist bei mir oder man guckt vorbei. Einfach mal so an dir vorbei. Finde ich auch nicht angenehm. Den ganzen Film über den Nackenschmerzen. Schatter, ne? Wenn ich Nackenschmerzen hatte, so, Alter. Ich wollte nicht in den Spiegel gucken. War das die Kuh? Nein, es war ein Mensch, wo die Scheibe runterging und dann... Also es war doch eine Kuh. Ich meine, es war ein Mensch. Ich weiß es nicht. Weil, warum sollte eine Kuh durch das Haus rennen? Aber das Sofa in der Mitte vom Raum stand. Ja. Und dann schleichst du dich erstmal auf alle Viere so hinter die Couch und wartest auf den richtigen Moment. Wenn du das mischst, dieses Spiel spielen und dann so Watch gucken und wieder dieses Spiel spielen. Vorbei. Controller hast du? Controller habe ich. Ich kann bei dir wieder losgehen.